Ja, hallo liebe Freunde von Icario. Ich bin ja schon quasi ein E-Carsharing-Experte geworden mittlerweile. Und so ist es naheliegend, dass ich euch auch zeige, was in Wien zu diesem Thema schon läuft. Wir sehen uns heute das Stadtauto E-Carsharing in Wien an. Und zu diesem Zwecke sind wir natürlich nach Wien gefahren, hier in der Mall gleich Wien-Mitte ausgestiegen. Und gleich daneben ist ein Standort von Stadtauto. Den zeigen wir euch jetzt. Ja Leute, es ist bitterkalt hier in Wien, deswegen filme ich lieber vom Autoinneren. Also problemlos gestartet das Ganze, man kann das via App auch entriegeln, das Fahrzeug. Der einzige kleine Fehler, den das Ganze hier hat, ist folgender. Hört mal hin. Oh oh. Ein Verbrennungsmotor. Wir haben hier also ein Hybridfahrzeug, einen Hyundai Ioniq Hybrid. Nicht mal mit Plug-in-Möglichkeit, sondern einen Soft-Hybrid. Warum keine rein elektrischen Ioniqs? Ja, es ist einfach so, dass es momentan noch keine E-Ladestationen in Wien im öffentlichen Raum gibt, zumindest nicht in ausreichender Anzahl, als dass sich hier ein E-Car-Sharing-Modell wirklich sinnvoll betreiben ließe. Das ändert sich aber jetzt. Wir haben euch ja auch mitgeteilt, dass jetzt in Wien auch eine Großoffensive wiederum startet. Es gibt einen eigenen Artikel dazu, den werde ich euch wieder hier verlinken. Jeder Bezirk bekommt 10 neue Ladestationen, 23 Bezirke, 230 neue Ladestationen und das nicht irgendwann, sondern bis Mitte 2018. Also jetzt geht wirklich was weiter und es ist dann auch geplant, dass man sogar bis zu 1000 Ladestationen in Wien hat im Endeffekt. Das aber bis 2019, 2020. Aber die grundlegenden Vorteile von Carsharing sind natürlich dieselben. Bitte checkt unbedingt auch unseren Artikel und unser Video zu den Vorteilen von Carsharing. Diesen Artikel legen wir euch wirklich ans Herz. Seht rein, ihr spart euch eine Menge Geld, Zeit und Nerven mit Carsharing. Wir treten jetzt unsere Fahrt an, fahren ein Stück raus aus Wien und nehmen euch natürlich mit. Los geht's! Also im Hyundai Ioniq Hybrid gibt es natürlich die gleichen coolen Sicherheits- und Komfort-Features wie zum Beispiel den Spurhalteassistenten, den ich hier wirklich nur alle heiligen Zeiten mal angreifen muss. Vorne fährt ein Lastwagen, das Auto hält auch automatisch den Abstand zum Vordermann und die Spur hält es auch, also es ist schon sehr weit beim autonomen Fahren. Bei Hyundai funktioniert wirklich hervorragend. Das ist wirklich ein Komfort-Feature, das ich nicht missen möchte. Beziehungsweise das Lenkrad will man aber eigentlich gar nicht so gerne loslassen, denn die Lenkradheizung ist schon sehr komfortabel, auch hier im Ioniq, perfekt. So, die Strecke jetzt halb zurückgelegt, den einen Weg hat er geschafft natürlich. Mal sehen, ob er mich auch zurückbringt, jetzt geht's an den Heimweg. Ja, liebe Leute, wir sind natürlich wieder gut angekommen hier in Wien. Der Weg, den man hier geht, der ist ein guter, denn er funktioniert schon jetzt. Und auch jetzt sind die Vorteile vom Carsharing natürlich allgegenwärtig. Also bitte checkt euch unbedingt unseren Artikel und das Video zu den Gründen, warum man Carsharing nutzen sollte. Der große Vorteil, den Stadtauto hier auch hat, im Vergleich zum vielleicht anderen Carsharing-Projekten ist, dass sie die Zipcar-Standplätze auch übernommen haben. Das heißt, es gibt eigene dezidierte Parkflächen, die wirklich für Stadtauto reserviert sind. Hier darf sich niemand anderer hinstellen und keiner die Parkplätze und Parkflächen verparken. Ja, und sobald hier auch Ladeinfrastruktur an den Stadtauto-Standorten verfügbar ist, dann macht es erst wirklich Sinn, wirklich noch grüner zu werden. Darauf freuen wir uns natürlich schon, dann werden wir das Service hier
gerne nochmal testen und nutzen. Aber auch so ist es eine interessante, spannende Geschichte, spannende Sache, dass etwas passiert hier in Wien, dass sich Menschen zusammenschließen und etwas bewirken wollen. Schaut euch das Projekt mal an, wenn ihr Lust habt, stadtauto.at. Ansonsten, wir sehen uns bald wieder mit dem nächsten Video. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr uns auch abonniert, dass ihr uns liked, dass ihr kommentiert, dass ihr unsere Inhalte auch teilt. Das bringt uns wirklich viel, wie wir schon im letzten Video auch gesagt haben. Wirklich Dankeschön nochmals fürs mit dabei sein auf unserer Reise in eine grünere Zukunft. Und ja, bis zum nächsten Mal. Go Green mit Style. Und schon ist es abgestürzt. Nein, ich glaube, es hat sich zugemacht.